Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein XXL Druckerie-Haul mit Rossmann und DM und ich habe noch ein bisschen was von Jepo dazu geschickt bekommen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich fange an mit Jepo, dann geht's weiter mit Drogeriegedönsen. Ich habe auch Timestamps in die Infobox gepackt, da könnt ihr weiterhüpfen. Genau, also Jepoda, mit denen arbeite ich ja schon eine ganze Weile zusammen. Da habe ich ja meine Abschminkprodukte vor allem immer, die ich da gerne verwende. Und wie ihr wahrscheinlich in meinen Aufgebraucht-Videos gesehen habt, ist da das ein oder andere leer gegangen. Und ja, da wurde ich gefragt, ob ich Nachschub haben möchte, habe ich ja gesagt. Und dann habe ich direkt ein großes Paket bekommen und ich habe mich gefreut wie Bolle. Ja, mega geil. Also ich fange jetzt einfach mal an. Ich mache ja Double Cleansing. Und das heißt, ich mache dann abends, also jetzt zum Beispiel, ne, in ein paar Stunden, wenn ich im Badezimmer bin, nehme ich mir ein bisschen was von meinem Kaumbaum oder meinem Abschminkbalsam, der halt dann gerade offen ist, ne, gebe das auf meine Finger, wärme das ein bisschen an und gehe damit erstmal übers Gesicht, um das Make-up so grob zu lösen. Das mache ich meistens dann kurz vor der Dusche, gehe dann in die Dusche rein und wasche mir das runter. Wie gesagt, hier haben wir den Kornbaum und dann geht es weiter mit dem The Bubble Double. Das ist jetzt hier ein Foam Cleanser. Aber erstmal haben wir den hier. Okay. Jepoda, K-Beauty. Mensch, was erzähle ich hier eigentlich? Alles vollkommen durcheinander, ne? Vegan, tierversuchsfrei und so weiter. Made in Korea, kommt aber aus Deutschland. Mega cool. Und jo, kannst du morgens und abends verwenden, zum Beispiel den Kornbaum. Ist so eine ganz geile Konsistenz, ne? Ist wirklich angenehm und das nimmt dir auch wirklich alles runter an wasserfestem Make-up und so. Riecht sehr kräuterig und so. Das ist halt fest. Und ja, ist wegen dem Kokosöl, ne? Wenn das halt so normal ist, dann ist es halt fest. Und wenn man das dann erwärmt, dann wird es ein bisschen cremiger, flüssiger. Und genau, das geht dann erstmal übers Gesicht. Richtig geil. Code Claudi30 übrigens, falls ihr Bock drauf habt, bei Jepoda auch was nachzubestellen. Und wie gesagt, dann unter der Dusche verwende ich mein The Bubble Double, finde ich auch klasse. Hat auch irgendwie Granatapfel und sowas mit drin, Salicylsäure und Reinigungsschaum. Und das ist halt erst flüssig und durch den Pumper, der hier oben drin ist, kommt da halt ein Schaum raus. Und ja, den finde ich echt gut, ne? Den mag ich gerne leiden. Und deswegen, ne, freue ich mich, das ist übrigens immer Glas hier von der Verpackung her. Habe ich jetzt Nachschub, freue ich mich wie Bolle, richtig, richtig cool. Und ja, richtig gutes Produkt. Meine sensible Haut verträgt das sehr gut. Ich komme damit einfach total super klar. Ich habe danach, wenn ich aus der Dusche rauskomme oder wenn ich mich halt so normal abgeschminkt habe, kein Spannungsgefühl oder sowas. Und das ist bei mir halt echt so eine Geschichte, ne? Ich glaube, dann wäre es am sinnvollsten, wenn ich euch den The Mist Health zeige. Das ist mit Hyaluronsäure und Lavendel, also quasi sehr hautberuhigend und feuchtigkeitsspendend. Das ist halt einfach so ein Spray. Das kann man verwenden wie ein Toner. Und ich liebe ja Toner als Spray. Und das ist eben hier echt mitgegeben. Kannst du aber auch immer wieder zwischendurch am Tag verwenden, um dich so aufzufrischen. Ne? Finde ich gerne, finde ich gut, mag ich gerne. Und auch ein Produkt, was ich halt auch schon verwendet und aufgebraucht habe. Genauso wie... mein ganzer Tisch steht voll mit Sachen, Leute, ihr glaubt es nicht. Diese Maske, das ist die Seatox-Maske mit Yuzu-Frucht-Vitamin-C und die wird so leicht trocken, aber nicht so furztrocken auf der Haut. Auch eine coole Geschichte, mag ich gerne und die hat so eine klärende Wirkung, halt auch wieder ohne austrocknen zu sein. Und die mache ich mir ganz gerne sowohl auf das Gesicht als auch auf den Hals und auf das Dekolleté. Ja, und so ein bisschen auch auf die Hupis. Das ist einfach ein schönes, frisches Gefühl danach. Ich mag die gerne und das funktioniert sehr schnell damit. Also die braucht nicht super lange, um einzutrocknen oder so, ne? Ich weiß gar nicht, ich lasse die mal für 10 Minuten drauf. Ich weiß gar nicht, wie lange man die drauf lassen sollte. 15 Minuten, okay, ja. Und danach hat man wirklich ein schönes Hautbild. Ich mag die ganz gerne. Und das waren jetzt die 4 Produkte, die ich schon mal ausgetestet habe, wo ich was dazu sagen kann. Und dann wurden mir noch weitere Produkte in das Paket gelegt und da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf. Die werde ich jetzt auch mal so ein bisschen in meine Hautpflege inkludieren. Das Ding ist, wenn man seine Hautpflege um weitere Produkte ergänzt oder andere Produkte ersetzt, sollte man das nicht von jetzt auf gleich komplett umstellen, sondern schleichend mit einführen. Weil gerade bei sensibler Haut kann es sein, dass da Irritationen auftreten. Hier habe ich die The Make My Day Cream mit Ziza, Jojoba. Finde ich cool. Die soll feuchtigkeitsspendend sein, anti-aging, vielen Dank und schützend. Ja, da bin ich gespannt drauf. Habe ich, wie gesagt, noch nicht verwendet. Das ist eine Tagescreme und die kann ich sicherlich auch mit anderen Produkten, die ich schon habe, kombinieren und dann so im Wechsel verwenden. Ne? Also einen Tag den anderen Tag die. Denn alles andere wäre ein bisschen zu hardcore für mein Gesicht tatsächlich. Aber interessant ist halt auch wieder ohne diese ganze Rampampam-Geschichte. Für abends habe ich dann auch noch was gekriegt, die The Midnight Magic
auch wieder mit Ziza, ne? Das ist ja so ein Ultra-Inhaltsstoff, auch wieder mit Lavendel, das ist ja auch wieder hautberuhigend. Sleeping Mask kannst du aber auch einfach verwenden wie eine Gesichtscreme. Auch das super spektakulär. Und ich glaube, das letzte, ja, ist das hier. Das dürfte ein Serum sein. The Repair Hero. Ich glaube, das schwärmt Rosa87 Lee, die liebe Cindy, ja so sehr von. Probiotic Niacinamid Serum. Meine Haut liebt Niacinamide. Das kommt jetzt mit einer Pipette daher. Und auch das werde ich dann demnächst mal mit einbinden. Aber wie gesagt, meistens habe ich das dann so, wenn ich irgendwas in meiner Hautpflege irgendwie mal anders ändere oder so, dass ich das dann wirklich nur so partiell anwende, ne? Aber interessant, wird ausprobiert und jetzt trinke ich mir einen Schluck, denn dann geht die Party ab mit dem DM und Rossmann Hall. Entschuldigung. Ich bedanke mich auf jeden Fall von Herzen bei dem lieben Jeproda-Team, dass sie mir die Produkte zugeschickt habt, dass ich meine altbekannten Lieblinge wiederbekommen habe und auch das ein oder andere neue Produkt ausprobieren darf. Vielen, vielen Dank. Claudi30, 30%, denkt auf jeden Fall dran, ne? Das ist immer die Sache, wenn ich die Produkte zugeschickt bekomme und sie hier in einem Haul auch zum Beispiel zeige oder auf Instagram zeige, das mache ich ja auch ganz gerne, AiduakP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, folgt mir da gerne auf Instagram, dann ist es halt immer so, dass der Code reaktiviert werden kann und ihr dann wieder sparen könnt. Ich finde, das ist eine schöne Win-Win-Situation. So, jetzt starte ich mit den Haushaltsprodukten, die ich in der Drogerie gekauft habe. Ein oder andere habe ich halt auch mitgenommen, als ich auf der Suche nach neuen Adventskalendern war oder als ich online bestellt habe und dann einfach was dazu bestellt habe. Ne? Zum Beispiel Waschmittel. Kann man immer gebrauchen. Ich hatte das letztens mal gekauft und das war halt nicht die Color-Variante, das war ein Vollwaschmittel, was ich leider nur für weiße Wäsche verwenden kann. Und hier habe ich mir das jetzt einfach mal in Pulverform bestellt und als Color gedünsen. Für leuchtende Farben bin ich mal gespannt, denn ich möchte halt auch gerne, was bei meiner Waschroutine die ganze Geschichte angeht, umstellen, dass ich da auch ein bisschen umweltfreundlicher denke. Ne? Finde ich eigentlich ganz cool und das ist eine Limited Edition Duftprobe hier riechen. Rieche ich nichts. Tropical Garden. Wird ausprobiert, ne? Ab und an packe ich dann auch mal solche Waschmittelgeschichten in mein Aufgebraucht-Video mit rein, aber ich zeige euch nicht alles, was wir im Haushalt aufbrauchen, weil, ne, dann müsste ich theoretisch ein 5-Stunden-Aufgebraucht-Video drehen. Ich habe aber trotzdem dann nochmal so einen Weichspüler mitgenommen. Ich weiß, das ist, ne, nicht so umweltfreundlich, aber gut, ist ein Riesending von Lenore. Jede Nacht ein Bett wie frisch gewaschen. Frühlingsgarten, aber hier ist die Flasche aus 100% Altplastik und recycelbar. Das fand ich halt sehr charmant. Ne? Was ist das für ein Oschi? 1,7 Liter, wow. Okay, ja, ne? Wir brauchten einen Nachschub und deswegen habe ich den mitgenommen und irgendwie habe ich nicht darauf geachtet, dass es so riesig ist. Ist wohl neu, ist auch interessant und jetzt kann ich auch mal dran riechen. Also das habe ich online bestellt. Das riecht auch sehr angenehm. Das mag ich. Ne? Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das was ist. Und Lenore mag ich einfach gerne, weil das so langanhaltend vom Duft her ist. Was denke ich mir manchmal bei so Riesenviechern? Ja gut. Dann habe ich gesehen, das fand ich mega cool. Also ich habe ja auch immer wieder diese Tücher, aber die stehen bei uns halt hauptsächlich in der Wohnung. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Schnupfen hat oder wenn man beim Essen gekleckert hat oder so, dann hat man eben schnell so einen Kram da. Von Kartika ist das und da sind die Disney-Prinzessinnen drauf. Aurora, also dann Röschen, nochmal Aurora, Ariel, also Ariel und nochmal Ariel. Okay, ja, hier haben wir zwei Disney-Prinzessinnen drauf, finde ich cool, mag ich gerne leiden und das wird dann bei uns auf dem Wohnzimmertisch stehen und ne, finde ich gut. Apropos Wohnzimmer, da habe ich noch Kaminanzünder gekauft. Einmal Grill- und Kaminanzünder, das kommt von DM, habe ich die, glaube ich, beide mitgenommen. 32 Würfel und ja, sowas nehmen wir halt für unseren Kamin einfach. Jetzt ist wieder Kaminzeit, da machen wir den wieder an. Und mein Freund hat zwar letztens noch andere gekauft, aber vielleicht sind die auch gar nicht so verkehrt. Sticks Öko-Line, auch mal interessant, ne? Habe ich einfach mal mitgenommen, mal gucken, ob er die gut findet. Die fand ich auch richtig geil. Profissimo Öko Kamin und Grillanzünder Holzwolle mit Wachs. Ein Naturprodukt. Die sind relativ teuer. Wir haben bei uns in der Gegend so Werkstätten von, so Behindertenwerkstätten. Die stellen sowas auch her, aber aktuell irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Und da haben wir die öfters mal gekauft und jetzt gab es die halt auch bei DM von Profissimo und die waren immer richtig gut. Ich weiß noch, dass mein Papa die damals immer verwendet hat, als er bei uns den Ofen immer angemacht hat. Und da kamen so leichte Flashbacks auf damals nochmal zurück. Hier sind 32 Stück drin enthalten. Das heißt, hier kann man 32 mal den Kamin oder den Grill mit anmachen. Eher den Kamin. Und ja, ne, das sieht ziemlich cool aus. Wie gesagt, Naturprodukt. Und ja,
zum Anzünden. Finde ich nicht verkehrt. Ja, komm, das zeige ich euch auch. Das ist ein Ziehtier aus Holz von Pooh's Blue. Gehört das zu Haushalt, Beauty, Food? Keine Ahnung, es gehört halt irgendwo mitten rein. Wenn ich halt sehe, dass ich irgendwie Kinderspielzeug mit Hunden finde oder Kinderklamotten mit Hunden, nehme ich das einfach mit. Nicht nur, weil wir selber einen Hund haben, sondern auch, weil zum Beispiel unser Neffe, der ab und an mal was von uns bekommt, auch einen Hund zu Hause hat. Es gibt super viele Kleidungsstücke und Spielzeuge mit Katzen, aber super wenig mit Hunden. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Und immer, wenn ich dann irgendwie bei DM was sehe, nehme ich das mit. Und hier haben wir halt so einen kleinen Hund. Und den kannst du halt ziehen. Der hat hier so ein Seil mit dabei. Finde ich ganz süß, ne? Ich weiß gar nicht, für welche Altersgruppe das geeignet ist. Steht hier gar nicht drauf. 6,95 hat er wohl gekostet. Aus Schichtholz. Schweiß und Spiele echt. Haaren aus Baumwolle. Der bunte Dackel mit seinen beweglichen Ohren fördert spielerisch die Motorik und den Gleichgewichtssinn. Jo, hat wirklich bewegliche Ohren. Wie süß. Ich stehe drauf, ne? Ja. Moin. Es ist halt immer, wenn man shoppen geht, wenn man gerade so seinen Eisprung hat, dann kommt das immer bei mir. Dann habe ich noch was mitgenommen. Also ein paar Sachen, die ich hier habe, sind tatsächlich auch zum Verschenken gedacht, weil jemand hatte Geburtstag, leider schon vor 2 Monaten, aber hey, kommt ein bisschen spät mein Geburtstagspaket. Und ich wollte noch ein Dankepaket packen für jemanden, die mir tatsächlich, also für Yvonne wollte ich ein Dankepaket packen, weil sie mir letztens so ein Paket geschickt hat. Und Marion wollte ich halt ein Geburtstagspaket schicken. So. Von Glade Romantic Vanilla Blossom habe ich eine Duftkerze mitgenommen. Ich liebe diesen Duft, das ist so ein geiler Duft, finde ich richtig schön. Und das ist halt nicht nur so für zum Hinstellen für sich selber, sondern auch total klasse zum Verschenken und auch eins auch für einen Adventskalender als Inhalt, ne? Finde ich total schön. Ja, ein bisschen Romantik darf nie fehlen. Dann habe ich mitgenommen diverse Karten, die waren da in so einem Aufsteller, fand ich interessant. Einmal, ja, falls jemand mal wieder heiraten möchte, ne, zur Hochzeit, herzliche Glückwünsche, habe ich dann immer zu Hause und freue mich. Bei uns werden sie gerade demnächst alle 40, von daher passt das ganz gut. Hier kannst du aber die Jahreszahl auch einstellen. Zum Geburtstag alle guten Wünsche und da kannst du, wie gesagt, hier die in so einem Rädchen hier die Jahreszahl einstellen. Finde ich auch ganz cool. Zum Geburtstag viel Glück und dann ist ein Marienkäfer drauf, fand ich auch ganz süß. Und du hast Geburtstag, hurra, ist auch ganz schön, ne? Mag ich ganz gerne, wenn man sowas auf Vorrat hat und da einfach drauf zurückgreifen kann, wenn man dann mal zu einem Geburtstag oder Hochzeit oder sonst auch was eine Karte schreibt. Dann habe ich mir für 2022 noch einen Planer mitgenommen. Da muss ich nochmal gucken, ob der mir groß genug ist. Von Paradies ist das jetzt einfach einer. Da sind auch wohl irgendwelche Sticker oder sowas. Nee, da kannst du theoretisch dir das Zubehör kaufen. Ja, gut. Und ja, ich habe das für YouTube halt immer, ne, dass ich mir da halt reinschreibe bezüglich, welche Videos ich so plane, welche Verlosungen ausgelost werden müssen, wann und wo und wie. Und das ist halt hier so ein Planer. Finde ich ganz schön. Ich mag so eine Klammer immer ganz gerne. Und ja, ich glaube, das wird dann wirklich mein 2022er Planer. Da freue ich mich drauf. Yay. Dann habe ich zweimal mitgenommen, weil ich so hübsch fand, eine Seife, Sensitivseife von Froschreine Pflege. Fand ich einfach von dem Flakon sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich die dann wirklich selber behalten will oder weiter verschenken werde, weil wir haben ja auch 2 Waschbecken bei uns, ne? Und eigentlich ist es ganz süß, wenn man einen links, einen rechts hat. Jeder hat dann so seinen Seifenspender in einer ähnlichen Optik und es passt halt bei uns auch voll ins Badezimmer. Die kannst du dann ja auch immer wieder befüllen, ne? Also wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Hier haben wir so ein Vögelchenmuster drauf und hier haben wir so ein Pusteblumenmuster drauf. Beides sensitiv. Beides hübsch. Habe ich im Laden mitgenommen, weil ich schön fand. Ne? Kann man gut gebrauchen. Dann habe ich mitgenommen, weil man es auch immer mal wieder gut gebrauchen kann, den Küchenreiniger. Das ist jetzt irgendwie aus so einer Nature-Reihe von Denk mit. Ist zum Sprühen. Fand ich interessant. Und verwenden wir auch immer wieder sowas. Genauso wie auch einen Badreiniger. Auch der stand da bei einem Aufsteller. Auch da konnte ich nicht Nein sagen. Denk nicht drüber nach. Wir haben auch super viel Probleme mit Fruchtfliegen, deswegen habe ich hier einen Fruchtfliegenfänger mitgenommen. Der stand da auch in diesem Aufsteller, Profissimo. Sieht eigentlich auch gar nicht so verkehrt aus. Den muss ich mal ausprobieren und werde ich euch dann im Aufgebraucht-Video berichten, wie das so funktioniert hat. Dann zum Verschenken habe ich diese 2 Beutel mitgenommen. Die sind von Profissimo gewesen und standen direkt bei uns beim Eingang. Und da konnte ich nicht Nein sagen. Und da steht irgendwie drauf, choose to be happy oder sowas steht da drauf. Und das fand ich halt total schön, ne? So eine Sonderedition aus Baumwolle und Jute mit Mona und Julia. Ja, mit Langhaarmädchen irgendwie in Kooperation. Ja, aber das kann man halt schön als, Shoppingbeutel nehmen.
auf dem gleichen Aufsteller wie diese Fruchtfliegengeschichte, Badreiniger und Küchenreiniger, waren auch diese wunderschönen Geschirrtücher. Die habe ich dann auch einfach mal mitgenommen. Die kommen jetzt gleich in die Wäsche. Wir haben ja so diesen modernen Landhausstil und da mag ich halt auch gerne, wenn wir so relativ natürliche Muster haben, sowohl bei den Gardinen als auch dann halt bei unseren Geschirrtüchern. Und da haben wir halt so Gras und sowas drauf. Ne? Ja, es muss sein. Dann habe ich als letztes Haushaltsprodukt Handschuhe mitgenommen. Die habe ich aber online bestellt, weil die irgendwie so krass reduziert waren. Wir verwenden immer wieder diese Gummihandschuhe. Sei es, wenn wir irgendwas Spezielles sauber machen müssen oder wenn mein Freund irgendwie irgendwas Handwerkliches macht und zum Beispiel Silikonisieren von irgendwelchen Geschichten. Besser ist es, wenn man da einfach mal Handviecher trägt, Handschuhe. Und das ist auch noch wohl irgendwie Multi-Use. Achso, du kannst es für viele verschiedene Sachen verwenden. Ja, gut. Genau, wenn wir jetzt zum Beispiel uns so Voltaren-Schmerzgel oder sowas auftragen oder so Wärmesalben oder sowas, ne, dann sollte man sich einen Handschuh drüber ziehen. Und wir haben das halt öfters mal, dass wir so am unteren Rücken dann so ein bisschen sowas uns auftragen. Und dann ist es halt schön, wenn man so einen Handschuh halt drüber hat. Jo. Ja, Größe M bis L, 7,5 bis 8,5. Wir haben relativ gleich große Hände, haben wir letztens nochmal geguckt. Mein Freund hat so ein müh größere Finger als ich. Müh. Ich dachte immer, ich hätte größere Finger. Jetzt kommen wir kurz so ein bisschen Food. Da habe ich mitgenommen von Kinder M.O.I.K.A.L. Hustenbonbons, Wildkirsche mit 5 Vitaminen. Ich liebe die. Oh mein Gott, die sind so lecker. Ich habe davon 2 bestellt, ne, weil ich eigentlich beide verschenken wollte. Jetzt überlege ich hart, ob ich sie nicht doch behalte. Nein. Zum Verschenken. Ich liebe die. Genauso, und da habe ich mehrere Packungen von gekauft und das ist die letzte, die noch hier in meiner Haul-Geschichte überlebt hat. Der Bio, der Espresso, ne? Das sind die ganzen Bohnen. Trinken wir, lieben wir, schmeckt lecker. Ja, und Espresso ist halt bekömmlicher, als wenn du normalen Kaffee nimmst. Also normale Kaffeebohnen. Kräftig aromatisch und das kommt daher, dass wir nicht nur 100% Arabica haben, sondern dass wir 75% Arabica-Bohnen haben und 25% Robusta-Bohnen. Und Robusta, wenn das mit draufsteht, kann man sich immer so denken, dass es ein bisschen kräftiger vom Geschmack her ist. Und jo, ist lecker. Dann habe ich noch ein bisschen Tee mitgenommen. Wir sind ja auch so Tee-Junkies, ne? Habe ich aber tatsächlich zum Verschenken mitgenommen, denn ich möchte eine Reise zum Nil verschenken. Jo, Apfelminze und Zitronengras-Tee, sowas finde ich eigentlich für uns auch immer sehr, sehr lecker. Mein Freund mag auch sehr gerne Apfeltee, aber das ist jetzt zum Verschenken. Von DM Bio finde ich schön und ich finde, Tee ist immer eine schöne Geschichte, was man halt so an Herzenswärme auch mit verschenken kann. Ne? Etwas, was mich überrascht hat, was ich sehr interessant fand, bei DM und bei Rossmann kommen halt immer mehr auch diese Sodastream-Geschichten mit rein. Das trinkt vor allem mein Freund sehr gerne. Der mag sehr gerne Sodastream und der trinkt auch gerne dieses eher ab. Und ich bin ja eher der Waterdrop-Mensch, wobei ich ab und an auch wirklich mal so einen Sirup mir dann in mein Wasser mit reinmache. Das hier ist jetzt, ja, 7-Up, also so ähnlich wie also Zitronenlimonade halt, ne? Und bei diesen Sodastream-Viechern ist es halt so, dass du viel weniger Zucker drin hast und viel weniger Kalorien und halt auch keine Schlepperei. Und du hast halt immer zu Hause diese Auswahl, worauf man so Bock hat, ne? Deswegen... Also wir kaufen ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel andere Sachen. Wir holen uns wirklich nur noch Sodastream, Air Up und Waterdrop, dass wir halt diese, ne? So mögen wir das halt ganz gerne. Das letzte Foodprodukt, was ich hier mit bei habe, ist einfach ja, von DM Bio Schoko Creme Nuss Nougat 400 Gramm. Ist ja so ähnlich wie Nutella, aber ich mag das sehr, sehr gerne. Und ja, freue ich mich, ne? Habe ich wieder ein bisschen Aufstrich für mein Brot. So. Jetzt trinke ich mir ein Schlückchen und dann kommen wir zu den ganzen Beauty-Sachen. Oh mein Gott, ja. Da bin ich ein bisschen eskaliert. Nicht nur, weil ich halt zum Verschenken was gekauft habe, sondern upsala, auch, weil da so viele tolle Neuheiten waren, die wahrscheinlich gar nicht mehr so neu sind. Als erstes habe ich etwas total Schönes und zwar wärmende Fußmasken von BeRoutine bei kalten Füßen. Das kann man jetzt einfach so gut gebrauchen, ne? Finde ich total klasse. Sorgt für wohlige Wärme mit Shea-Butter, für ein weiches Hautgefühl. Das kannst du dir einfach über Nacht drauf machen oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, gerade draußen irgendwas machen muss oder so, ne? Dass man da einfach keine kalten Füße bekommt. Fand ich schön. Dann habe ich auch noch 2-mal mitgenommen, einfach weil, ne? Geschenk, Herz und so, von Yoti die iPad Masks. Das sind diese Unteraugen-Patches und die sind jetzt in Herzform. Fand ich einfach hübsch. Dann wollte ich noch ein bisschen Relax verschenken von Dresdner Essenz. Absolut Relax. Das ist ein totes Meer Badesalz mit Hanf, Patchouli und indischer Melisse. Wirkt ausgleichend. Hier ist eine Duftprobe. Oh.
Das riecht wirklich geil. Mag ich gerne. Und dann habe ich auch noch mitgenommen von Balea die Beauty Collagen Folientuchmaske zweimal. Ich mag diese Folientuchmasken von Balea, weil die halt wirklich sehr geil sind und sehr gut halten. Das ist so eine zweigeteilte, dass sie das nicht zu sehr im Gesicht rumrutscht. Cool, ne? Ich mag das. Ich finde das cool. Dann habe ich, weil ich geplant habe, so ein bisschen Full Face Trended abzuschminken, mich ein bisschen bedient, ein bisschen was mitgenommen. In der Farbe 010 die Hydro Stay Silky Serum Foundation. Und das ist ja diese neue, die ja auch ähnlich wie die L'Oreal Serum Foundation sein soll. Das muss ich mal ausprobieren. Genauso habe ich mitgenommen so ein Fixing Spray. Expert Fixing Spray heißt das ganz einfach. Wollte ich mal ausprobieren. Ich wollte so vieles ausprobieren. Den Rosy Touch Duo Blush habe ich auch noch mitgenommen in der Farbe 010. Ja, werdet ihr jetzt bald alle im Video sehen. Dann das Rosy Touch Finish Powder, hat so eine schöne Rose mit drin. Das finde ich ja auch klasse, ne? Und das soll halt tatsächlich nicht so todesmatt sein, sondern so ein seidiges Finish geben. Das finde ich cool. Diese Face Palette wurde mega angepriesen mit Contouring, Bronzing und Highlighting, wobei hier das Highlight nicht wie ein klassischer Schimmer-Highlighter ist, sondern halt so ein weißes Puder oder so ein helles Puder ganz einfach. Dann habe ich mir mitgenommen, das habe ich aber nachgekauft, von Trended Up Ultra Matte Eyeliner Pen Waterproof. Den mag ich einfach ganz gerne. Das ist ein schöner Eyeliner, so ein Filz-Eyeliner. Da komme ich gut mit klar und der funktioniert bei mir halt auch einfach gut. Dann habe ich mitgenommen die Mascara, Full-Slash-Boom-Mascara, falsche Wimpern-Effekt, jo, die wollte ich einfach mal ausprobieren. Und dann werde ich in das Fullface auch das ein oder andere aus dem Adventskalender einfließen lassen, ne? Kommt, glaube ich, ganz gut. Einen Concealer hatte ich auch noch nicht, den Camo-Concealer habe ich da mitgenommen in der Farbe 005. Ich glaube, der war auch irgendwie als neu gekennzeichnet oder manche Farben, die dort waren, weiß ich jetzt so nicht. Von Clean ID, das ist jetzt nicht Trended Up, also Catrice ist das, der Pure Eyebrow Pencil. Den habe ich mitgenommen in der Farbe 040 Ash Brown und das ist so ein Stift zum Anspitzen. Und ich finde einfach, dass diese Catrice Clean ID Reihe super ansprechend ist und da wollte ich halt einfach ein bisschen mehr von austesten. Hui, habe ich viel mitgenommen. Dann habe ich noch drei Paletten von Trended Up mitgenommen. Einmal die Face Lights Highlighter und Blush Edition. Die fand ich halt auch ziemlich cool. Schaut so aus und so sieht die von innen aus, ne? Da hast du halt wirklich nur Highlighter und einen Blush mit dabei. Wobei das ist, ja, kann man als Blush oder als Blushlighter verwenden. Fand ich aber ansprechend. Dann die Highlighter und Bronzer Edition habe ich mitgenommen. Ich fand es ein bisschen schade, dass die jetzt nicht gesagt haben, komm, wir machen da Blush, Bronzer und Highlighter rein, weil das wäre ja irgendwie praktisch gewesen. Nö, dann halt nicht. Schaut so aus. Schon, also auch mit diesem, ne, verschließbaren Gummi mag ich das ganz gerne. Und die sind handlich von der Größe her. Ungefähr genauso groß ist dann auch noch die Eyeshadow Collection Nude Mood. Die wollte ich auch mal anschauen. Ich bin eigentlich kein Ultra-Fan von Trended Up Lidschatten, aber wenn ich ein Fullface schminke, dann kommt das auch mit rein. Und das ist halt eine vollkommen nude-farbene Eyeshadow-Palette. Da wollen wir mal gucken, ne? Ja, so viel zu Trended Up. Dann gehen wir weiter zu Balea. Da habe ich auch einiges mitgenommen. Zum einen, der war neu, aber ständig ausverkauft. Balea Ultra Sensitive, das ist dieser Reinigungsschaum mit Mikrobiom-Ballons. Genau, habe ich gesagt, zweimal mitgenommen zum Verschenken. Ich habe ihn sogar dreimal mitgenommen und einmal steht er schon bei mir unter der Dusche. Und mir gefällt er ganz gut, aber ich muss wirklich sagen, der von Yepoda hat bei mir noch ein schöneres Hautbild hinterlassen immer. Ja, aber gutes Produkt, definitiv. Ja, wenn man das findet im DM oder DM Online ergattern kann, dann kann man sich das mal anschauen. Dann gab es auch noch so Geschenksets. Die waren, glaube ich, sogar reduziert. Ich bezweifle übrigens, dass ich hier noch die Bons von habe. Ich gucke mal, dass ich die Online-Preise so raussuche. Da kann ich natürlich nicht sagen, ob ich da wirklich den vollen Preis für bezahlt habe oder nicht. Ne? Schwierig. Ich blende euch die. Schön, dass sie das einfach mal nach 20 Minuten sagt. Ne? Hier habe ich das Mindful Meditation Set mitgenommen, was ich auch echt hübsch fand. Ist nämlich mit einer Profissimo Duftkerze und da haben wir ein Duschgel und ein Body Balsam mit drin. Und ich mag einfach so dieses... Ach, vom Duft her ist es einfach voll schön, ne? Und dann gab es noch so ein Badeset oder Duschset mit dabei. You Make My Heart Smile mit einem Duschpeeling und einem Duschgel und einem Badeschwamm. Fand ich total süß, ne? Und deswegen habe ich das auch noch mitgenommen. Wie gesagt, beides zum Verschenken.
Da geht noch einiges in letzter Zeit, in nächster Zeit. Dann habe ich noch von Kneipp was mitgenommen, zweimal, halt auch zum Verschenken. Duschbalsam, Aloe Vera, und das bewahrt die Hautfeuchtigkeit für normale und empfindliche Haut. Und ja, wie gesagt, zweimal. Oh je. Und ja, mein Freund und ich, wir benutzen ja Rasierer, ne? Und da fehlte uns jetzt wieder einer, weil wir jetzt schon umgestiegen sind, dass wir die Einwegrasierer verwenden, die ich noch so da hatte. Das ist ein bisschen blöd. Und jetzt habe ich einen nochmal neu nachgekauft. Das ist jetzt von Balea Men einer. Ich mag einfach lieber Männerrasierer. Ist wohl neu. Eco Shelf 6 Klingenrasierer. Griff zu 85% aus Kork. Klimaneutrales Produkt. Was ich mich hier halt wirklich frage, ob die Klingen dazu noch irgendwann erhältlich sein werden. Denn ich hatte gar keine Klingen da gesehen, ne? Doch gar nicht online gefunden. Aber mal gucken. Finde ich auf jeden Fall interessant. Werde ich ausprobieren. Dann habe ich auch noch eine Bodylotion von Balea mitgenommen. In dieser süßen Limited Edition. Magic Forest mit märchenhaftem Duft für jede Haut. Wird verschenkt, deswegen rieche ich da jetzt nicht dran. Aber das sieht doch extrem schön aus. Oh mein Gott. Dann, das war auch relativ neu von Balea, die Tagescreme BB gibt es jetzt auch für den hellen Hautton. Brauche ich. Zarte Tönung, intensive Feuchtigkeit mit Vitamin E und natürlichem Pfirsichkernöl. 5 in 1. Lichtschutzfaktor 15, ja gut, das ist ein bisschen wenig, ne? Aber ja, es gab jetzt immer schon die für den mittleren Hautton. Und jetzt gab es auch die für den hellen Hautton. Kann ich ja mal ausprobieren und euch dann auch mal berichten, wie ich diese finde, oder zusammen mit euch mal ausprobieren. Schreibt mir gerne sowieso unten in die Kommentare rein, welche Produkte euch mega interessieren, was ich mit euch zusammen so an dekorativer Kosmetik oder so mal ausprobieren soll. Dann habe ich auch noch Nagellackentferner mitgenommen. Ja, ich habe mittlerweile schon ein bisschen gestruggelt, aber ich habe coole Alternativen gefunden, denn meine Nagellackentferner, dieser Pumper ist kaputt gegangen, den ich hatte, und mein Reinsteckfingervieh ist auch Uppe gegangen, weil ich habe öfters mal halt auch so Glitzernagellack, dann reißt das ganze Kram irgendwann auseinander und dann hast du nur noch irgendwelche Flusen da drin. Und da habe ich aber Alternativen gefunden. Es gibt sogar wiederverwendbare Nagelentferner-Pads. Das ist krass, ne? Fand ich auch krass. Aber ich gehe wieder back to the roots. Hier habe ich von Evelyn einmal diesen Express-Nagellack-Entferner, wo du halt deinen Finger reinstecken kannst und fertig ist die Laube. Das ist schon cool. Die hole ich mir immer wieder nach und dann fülle ich die halt so lange wieder mit Nagellack-Entferner auf, bis halt dieses Schwämmchen, was da drin ist, irgendwann auseinanderfliegt. Aber auch so ein Pumpfi habe ich mir nachgekauft. Da kannst du halt oben so ein Pad reinmachen. Das ist für meine Fußnägel halt super gut, ne? Und dann ablackieren. So, ein bisschen was habe ich noch, und zwar habe ich bei Rival de Loop zugeschlagen. Die haben jetzt so eine Kollagen Limited Edition rausgebracht, da musste ich einfach mal zuschlagen. Da habe ich mir einmal mitgenommen das Serum, was man halt auch als Primer verwenden kann. Dann habe ich mir noch mitgenommen dieses Liquid Highlighter Gedöns, da bin ich mal gespannt. 20 ml haben wir hier drin, ist ganz schön viel für einen Liquid Highlighter, ne? Würde ich mal so sagen. Die Verpackung finde ich übrigens überhaupt nicht ansprechend, das sieht so mega öde aus. Dann habe ich auch noch die Mascara mitgenommen. Ja, sieht so aus. Bin ich auch gespannt drauf, wie die so sein wird. Da war ich halt einfach spontan im Rossmann und habe halt gesehen, dass die ausgestellt war. Och, guck mal, die hat so ein richtig fettes Bürstchen, was so ein bisschen nach einer Erdnuss aussieht, ne? So ein Kunstfaserbürstchen. Ist schon cool. Riecht nach nichts. Das ist interessant, denn normalerweise riecht Mascara ja nach Mascara. Dann habe ich mitgenommen die Skin Tone Adapting BB Cream. Die werde ich aber nicht behalten. Habe ich mir jetzt dann doch überlegt, weil ich einfach so viele Skin Adapting, Hautton anpassende Foundations, BB Creams, bla, mal ausprobiert habe und die funktionieren nicht bei mir. Dann brauche ich die gar nicht aufmachen. Macht gar keinen Sinn. Und dann habe ich noch den Lippenbalsam mitgenommen. Ja, so ein Pöttchen, das werde ich aber verschenken. Ne, das wollte ich einfach nur so der Vollständigkeit halber mal mir anschauen. Und das Vitalizing Spray ist natürlich auch noch mit dabei. Das ist wie so ein Fixing Spray. Wollte ich auch mal ausprobieren. So, einen habe ich noch. Und zwar habe ich mir eine Dragons gekauft. Das ist die hier. Die kommen von Nur Die. Und das ist halt, ja, ein bisschen Fashion hier mit dabei, ne? Werde ich mal ausprobieren. Angedeutete Vordertaschen, gut, das macht gar keinen Sinn für mich. Echte Gesäßtaschen ist nice to have. Ne? Aber gerade jetzt habe ich so meine Zeit, wo ich super gerne auch mal einfach ein Kleid anziehe und darunter halt ein leichtes Dragons, Leggings, Gedönsen. Ich glaube, die Dragons ist noch ein bisschen undurchsichtiger als manch eine verwaschene Leggings, die ich habe. Wow, da habe ich jetzt mal durchgezogen. Ich freue mich auf den Schnitt, denn ich suche ja immer fleißig die ganzen Preise raus. Ihr Lieben, wie gesagt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein,
Falls euch eins von den dekorativen Produkten mega krass interessiert, dann werde ich das natürlich vorziehen, mit euch mal zu testen. Und denkt dran, Claudi30 gibt bei Jepoda 30% Rabatt. Dann könnt ihr mal schauen, ne, ob ihr dort vielleicht mal das ein oder andere Produkt ausprobieren möchtet. Ich kann euch mega den Calm Balm empfehlen und den Bubble Double Cleanser. Der ist einfach, das sind so meine beiden, muss ich immer irgendwie haben, Produkte. Ne? Die finde ich richtig gut von der Qualität her und von der Hautverträglichkeit her. So, ich kann mich jetzt endlich ranmachen und hier die Pakete für die beiden Ladies packen. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!